Hallo Lokführer, du fährst diesen Güterzug bis Großbeeren. Rüste jetzt dein Lok auf, wir müssen noch einen RE durchlassen. Dann bekommst du Streckenfreigabe. In Niedergürsdorf und Luckenwalde wirst du überholt. Rechne mit mehrminütigen Zwischenstopps. Maximales Tempo für dich sind 100 Stundenkilometer. Gute Fahrt, der FDL. Ja, und damit recht herzlich willkommen auf der Strecke Berlin-Leipzig. Wir fahren nach langer Zeit mal wieder Baureihe 156. Heute die Version der DB. Mittlerweile sind alle Maschinen bei der MEG und zuvor waren sie natürlich bei der Deutschen Reichsbahn. Ja, die Lokomotive kennen die meisten schon. Hinten dran haben wir einen Containerzug. Wir schauen uns die Lokomotive allerdings trotzdem noch einmal von außen an. Hier oben zwei Stromabnehmer, beide für 15 kV. Die Lokomotive fährt, soweit ich weiß, ausschließlich in Deutschland. Und ja, wir setzen uns mal direkt rein, haben hier die Innenansicht, ein Führerstand, der Baureihe 143 eigentlich ziemlich ähnelt. Ich würde auch mal sagen, wir können direkt mit dem Aufrüsten beginnen. Als allererstes schalten wir natürlich wie immer die Batteriespannung ein mit Shift B. Als nächstes wird dann die Handbremse gelöst. Entweder im Heat-Up-Display oder mit der Raute-Taste. So, wir können das Ganze auch hier nochmal überprüfen. Genau, die Lokbremse, also ja, die Lokhandbremse ist gelöst. Als nächstes prüfen wir den Druck im Hauptluftbehälter. Wenn der unter 8,3 bar liegt, sollte man nochmal den Luftpresser aktivieren. Das machen wir jetzt in dem Fall hier. Genau. Der Kompressor läuft an. Und wir sehen hier drüben, der Druck im Hauptluftbehälter erhöht sich. Da sind wir sogar schon bei 10 bar. Der schaltet dann automatisch ab. So, die Bremse kann ein bisschen gelöst werden. Und als nächstes wird dann der Richtungswender in Vorwärtsstellung gelegt. Daraufhin wählen wir dann den Pantographen vor. Jetzt haben wir hier Pantograph Nummer 1 ausgewählt. Wir wollen Pantograph Nummer 2. Daraufhin wird der Pantograph selbst gehoben. Pantograph 2 wird gehoben. Der Stromabnehmer liegt an der Oberleitung an. Wir vergewissern uns, dass wir 15 kV haben. Das ist der Fall. Als nächstes können wir hier oben den Hauptschalter einschalten. Deswegen leuchtet HS, beziehungsweise weil der aktuell noch ausgeschaltet ist. So. Der Leuchtmelder ist jetzt auch erloschen. Allerdings ist der für die Fahrmotorlüfter noch aus, den schalten wir zu allerletzt ein. So, wir schalten uns natürlich noch die PZB dazu. PZB wird eingeschaltet. Und wir wechseln mit Steuerung 8 in den PZB-Modus M. Und dann sind wir auch schon fast abfahrtbereit. Wir schalten uns noch die Scheibenwischer ein. Das Signal ist schon auf gelb. Wir können die Bremse schon mal lösen. So, Zug- und Bremskraftwähler bleibt in Stellung 0. Wir stellen den V-Sollsteller auf 40. Das Spitzenlicht sollte schon brennen. Nee, tut's noch nicht. Dann übernehmen wir das jetzt. Ja. Und dann kann es eigentlich auch losgehen. Ich dürfte jetzt nichts vergessen haben. Die Instrumentenbeleuchtung wollen wir natürlich noch. So, können wir mit der Taste I einschalten. Oder hier drüben, glaube ich. Wir prüfen noch kurz die Leuchtmelder. Auch soweit fertig. Und den Fahrmotorlüfter einschalten.
Bremse ist gelöst, Blockbremse ist gelöst und ab geht die Post. Ne? Jetzt. Also sagen wir schon mal gleich zu Anfang. Ihr wisst, eine Baureihe 143 bzw. 156 konnte ich mich bis jetzt noch nicht ganz so doll anfreunden. Ich habe da immer so meine kleinen Problemchen mit den Loks. Ich hoffe mal, dass ich das Ganze irgendwann mal beiseite schaffen kann. Aber wie es scheint, klappt ja bisher alles. Gut, unser Containerzug ist ziemlich lang. Ihr seht's schon. Wir fahren jetzt hier in... wo fahren wir eigentlich los? Genau, in der Lutherstadt Wittenberg fahren wir los. Instrumentenbeleuchtung könnten wir uns auch mal noch einschalten. Führerstandsbeleuchtung meine ich natürlich. In dem Fall hier nur schwach. So dunkel ist es noch nicht, dass wir hier das volle Licht brauchen. Ja, die Lokomotive oder beziehungsweise die Lokomotivreihe 156, wie sie bei der Deutschen Bahn bezeichnet wird, war früher die XDR-Baureihe 256. Es gab mehrere Prototypen von der Lokomotive und nach dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland wurden dann die Pläne für die weitere Umsetzung der Lokomotivfamilie mehr oder weniger beendet. Daher kam es nur zu so wenigen Prototypen. Ich glaube, 6 Stück waren das. Mittlerweile fahren, glaube ich, nur noch Lokomotiven bei der MEG, also der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft. Das müsste ein Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn sein. Und ja, die Baureihe 156 bzw. 256 nach Deutsche Reichsbahn Baureihenbezeichnung ist eine Lokomotive, die eigentlich in größten Teilen der 143 oder 243 in DR-Schreibweise wieder ähnelt. Wir haben, soweit ich weiß, dieselben Fahrmotorlüfte, dieselben Fahrmotoren selbst. Wir haben denselben Hochspannungs- oder dasselbe Hochspannungsgerüst. Und Unterschiede zu 143, wir haben natürlich nicht die Kastenbauform. Wir haben außerdem 6 Achsen im Gegensatz zu den 4 Achsen. Wir sehen auch, die Achsen sind nicht eindeutig im selben Abstand, sage ich jetzt mal, angeordnet. Das liegt daran, dass man sich erhofft hat, mit dieser Konstruktion die Zugkraft besser auf die Schiene bringen zu können. Ja, die Lokomotiven gab es oder sollten ursprünglich in unterschiedlichen Geschwindigkeitsvariationen hergestellt werden. Soweit ich weiß, einmal in 80 Stundenkilometer Version, in 125 Stundenkilometer Version, das ist die, die wir hier jetzt fahren, und einmal in ja, als 160 Kilometer pro Stunde schnelle Version. Ja, letzten Endes kam es nur zu 6 Lokomotiven der 125 km/h schnellen. So, ein blau-weiß-gelber Zug fährt an uns vorbei. Das müsste der Konix sein. Ah ne. Oder? NOB? Ja doch, Konix. Gut, es darf auf Höchstgeschwindigkeit 200 beschleunigt werden. Da wir in Zugart M fahren,
maximal 120 für uns. Also volle Kraft voraus. So, ein bisschen mehr Leistung kann man schon ausschalten. Die Lokomotive ist ziemlich stark. Bei 6 Fahrmotoren ist es eigentlich auch kein Wunder. So, das Signal ist grün. Wir befinden uns hier übrigens auch auf der KBS 250, dem heutigen Streckenabschnitt der VDE 8.3. Wir gehören natürlich zum Ausbauprogramm des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nummer 8. Wir beschleunigen relativ langsam, unser Zug ist auch entsprechend schwer. Wir können aber ruhig mal in den Fahrstufen nach oben schalten. Das Oberstromlimit ist noch lange nicht erreicht. Ja, auch wenn wir hier oben auf die Ampere-Anzeige gucken, sind wir gerade mal knapp bei 400, liegen sogar noch darunter. Also ich gehe da ziemlich freundlich mit der Lokomotive um. Wir wollen sie ja schließlich auch noch lange haben. Bei so wenig Prototypen ist das ein Wunsch, den man verfolgen sollte. So, Bahnhof Zornigall. Die unterschiedlichsten Container bzw. LKW-Anhänger, die wir hinten drauf haben. Ja, Bahnhof Zornigall. Die Strecke selbst ist mit PZB und LZB ausgerüstet, also der Punkt von der Linienzugbahnversorgung. In der 156 haben wir hier einmal die SIFA, welche aktuell ausgeschaltet ist, sowie die PZB in den Variationen O, also obere Zugart, mittlere Zugart und untere Zugart. Bahnhof Lützig. Gut, der Scheibenwischer kann mittlerweile wieder ausgeschaltet werden. Dafür finden wir hier drüben. Wir haben auch hier drüben nochmal den Wischer 2. Entgegen kommt uns komischerweise ein S-Bahn-Zug, Baureihe 423 würde ich jetzt mal schätzen. Ich möchte nicht lügen, deswegen schaue ich nochmal nach. Ja, genau, 423. Zugzielanzeige zeigt Berlin-Gesundbrunnen. Passt nicht so ganz, man kommt von Berlin Gesundbrunnen, denn wir fahren gerade Richtung Berlin.
habe gerade auch erst mitbekommen, dass wir eigentlich die Strecke Berlin-Wittenberg fahren. Und nicht die Strecke Berlin-Leipzig. Also die etwas ältere Version. Aber ich muss sagen, die sieht auch ganz schön gut aus. Also da gibt es nichts zu meckern. Habe mich schon gewundert, wieso die FPS so dauerhaft hoch sind. Aber okay. Sieht auch so schön aus. Wie gesagt, mir ist es jetzt erst aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch noch von euch schon mitbekommen gehabt. Aber der Unterschied ist ja nicht wirklich groß. Zumindest jetzt nicht für die eine Fahrt. Führerloser Zug, beziehungsweise ein lokloser Zug. Und auch noch eine kleine Korrektur meinerseits von den Lokomotiven der Baureihe 156, beziehungsweise der Baureihe 252 bei der Deutschen Reichsbahn, wurden 4 Lokomotiven gebaut. Alle davon in, ich glaube, LEW Henningsdorf, müsste Henningsdorf gewesen sein, beziehungsweise AEG. So, und dann beginnt es auch schon wieder zu regnen. Wir haben hier immer etwas zu tun. Wahrscheinlich dann hier doch die Scheibenwischersteuerung für beide Fenster. Zwischendurch immer mal hier oben den Blick auf die Kontrollleuchten bzw. die Anzeigen für den Strom werfen. Kurz zu den Anzeigeelementen hier, sage ich jetzt mal unten im Führerstand. Auf der linken Seite bekommen wir die Fahrstufe angezeigt. Aktuell schalten diese sich automatisch hoch. Wir haben hier unten drunter einen Geschwindigkeits-V-Sollsteller, eine Art AFB, jedoch nicht ganz so genau und auch nicht ganz so modern. Man könnte es als vereinfachte AFB bezeichnen. Direkt daneben haben wir einen Bremskraftanzeiger, der richtet sich dann, je nachdem nach oben, wenn die elektrische Bremse angesprochen wird und wenn nicht, dann bleibt sie natürlich unten bei 0. Direkt daneben der Zugkraftmesser, angegeben in Kilonewton bzw. Kiloampere. Daneben V-Soll, also Sollgeschwindigkeit. Hier nochmal die Anzeige für V ist, also unsere aktuelle Geschwindigkeit. Daneben nochmal den PZB-Modus. Entgegen kommt uns 101 mit Interregio. So, wieder zurück im Führerstand. Hier einen Notausknopf. Möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Versteht sich wahrscheinlich von selbst wieso. Dann hier Bremszylinder 1, Bremszylinder 2, Hauptluftleitung und Hauptluftbehälter. Der Geschwindigkeitsvorsollsteller, daneben Zugkraft- und Bremskraftvorräder, die Hilfssteuerung, dann hier oben diverse Sonderprogramme, unter anderem nur fahren oder nur bremsen, bedingter Auslauf, die Instrumentenbeleuchtung hier für die Anzeigen, so ist aus, so ist eingeschaltet. Und zwischendurch immer mal nach vorne schauen. Drüben die Anzeigeelemente, die Anzeige der Bedienelemente für das Führerstandslicht, dann die Signalleuchten vorne, die Heizung im Führerraum, sowie Hauptschalter, Pantograph, Luftpressure,
Verdichter, Lüfter und so weiter und so fort. Zugsammelschienen finden auch hier. Ja. Dann in Fahrtrichtung rechts. Einmal hier der Knopf zum Bremsen lösen. Der ist hier in Gelb ausgeführt, wie bei den meisten Lokomotiven der XDR-Reihe. Also bei 155 kennen wir das so. Wir kennen das, wie gesagt, hier von der Lokomotive. Bei der 143 müsste das auch so sein. Der Führerstand ist daher weitestgehend derselbe. Wir finden dann hier ganz unten rechts den Sand. Dann haben wir daneben eine Art Bremssturm. Dann hier oben drüber natürlich die PCB. PCB Wasser frei im Befehl. Und hier drüben geht es dann weiter mit der Zugbremse, der Lokbremse. Und ich weiß gar nicht, ob wir das Fenster im Simulator öffnen können. Nein, leider nicht. In Realität ist das natürlich machbar. Wir haben uns kurz hier durchgeschaut. Eine ganze Führerstandsübersicht. So. Dort von links. So, Zug- und Bremskraft wieder runterschalten. Ziehen schon mal die Lokbremse an, damit der Zug etwas zusammengestaucht wird. Auf 60 sollen wir runterbremsen. PCB wachsam. So, von vorne haben wir dann schon ein gelbes Signal. Was das ankündigt, weiß mittlerweile wahrscheinlich jeder. Nämlich ein Halbzeichensignal. Wir können daher auch in der ersten Bremsstufe bleiben. Ganz langsam und vorsichtig weiter runterbremsen. Wir müssen hier natürlich wieder PCB-Wachsamkeitstest bestätigen. Wir sind auch schon unter 40 gleich. Demzufolge sollten wir dann kein Problem mit dem 500er Magneten bekommen. Ach genau, hier steht dann wahrscheinlich die Zugüberholung an oder aus. So, da dürfen wir jetzt nicht an Platz zum Hauptsignal sparen. Unser Zug ist nämlich, wie gesagt, ziemlich lang. So, bei 30 km/h hat sich hier wahrscheinlich auch noch die Türsteuerung gemeldet. Auch wenn wir jetzt hinten einen Güterzug dran haben. Der Scheinwerfer kann auch mittlerweile wieder ausgeschaltet werden. Mal schauen, ich bin schon gespannt, was uns gleich überholen wird. So, ich habe jetzt mal an der Stelle kurz die Beleuchtung abgeschaltet. Im Stillstand empfinde ich persönlich die Beleuchtung etwas zu stark. Und die stört da meiner Meinung nach auch eigentlich nur. So, die letzten Stundenkilometer, die wir hier runterbremsen. Ich sehe auch gerade hier, wir haben
wie es scheint, eine Fahrüberwachung für 25 Stundenkilometer. Also ganz normal eigentlich. Ja, wohl. In der Außensicht können wir natürlich das Licht wieder einschalten. Das sieht dann etwas schöner aus. So, hier im Gleis natürlich der Linienzugleiter, kurz LZB. Hier nochmal schön die sechs Achsen zu sehen. Wir fahren jetzt hier die Lokomotive Nummer 3. In dem Fall ist sie jetzt hier von Railion. Hier oben drauf haben wir nochmal schön die Leitungen. Wir können hier auch die einzelnen Trittbretter sehen. Und ich muss sagen, so ein bisschen hat die Lokomotive schon die Form von 120. Oh, die Regionalbahn hier daneben. Nach Wünsdorf oder Wünsdorf-Waldstadt. Ja, aktuell steht unser Hauptsignal noch auf Rot und das hier von dem Bahnhof selbst auch noch. Demzufolge gehe ich mal davon aus, dass unser überholender Zug ein wenig Verspätung hat. Ah, ein ICE wird es sein. Ein weißer Blitz. Die Wagen selbst sind von der Deutschen Bahn AG. Wagentyp SDGGMRS. Von Schenker, DB Logistics, DHL, die Päckchen und Pakete. Okay, mittlerweile hat das Signal auch auf gelb umgeschalten. Hier oben in der Zusatzanzeige steht dafür, dass das Signal hier vorne einen kleineren Abstand hat als 1000 Meter, soweit ich weiß. Ja, grün ist so allverständlich freie Fahrt. So, dort hinten wird er gleich erscheinen, der Intercity Express. Jetzt ist noch die Frage, ist es ein ICE 1 oder ICE 2? Wir werden es gleich sehen. Also nochmal insgesamt 4 Lokomotiven dieser Baureihe. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe es wahrscheinlich mit der Anzahl der Fahrmotoren verwechselt gehabt. So, und dort hinten kommt dann auch schon der Intercity Express. Und es ist ein ICE 3. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und da zieht er nun zu weit. Höchstgeschwindigkeit wahrscheinlich aktuell gerade 200. Und wir setzen uns dorthin, wo wir hingehören, nämlich in den Führerstand der Baureihe 156. Genau. Die Ausfahrt steht auch schon mit 60. Beziehungsweise den Geschwindigkeits-V-Soll-Wähler auf 60 und der Zug- und Bremskraftwähler gibt uns dann langsam etwas Zugkraft. Wir bedenken unter PZB-Modus gerade, also VMAX 25.
sondern wird langsam beschleunigt. Lokomotive kommt auf Touren. Jetzt dürfen wir auch mit dem Zugende aus dem Bahnhofsbereich hinaus sein. Wir können demzufolge auf 120 wieder hochschalten. Auf der ganzen Strecke haben wir Geschwindigkeiten zwischen 160 und 200 Stundenkilometer. Also maximal Geschwindigkeitsbegrenzung durch Signale. Beziehungsweise stationäre Langsamfahrstellen. Leichte Kurvenüberhöhung hat man hier damals auch schon mit eingebaut. Ich erwähne das immer, weil ich mir nicht unbedingt sicher bin, ob man das teilweise auf den Smartphones oder Tablets erkennen kann. Bei den Usern bzw. Zuschauern, die sich die Videos auf dem PC angucken, bei denen weiß ich, dass sie das sehen. Aber lieber zweimal gesagt oder etwas mehr gesagt, als sie nicht mitbekommen. Genau, hier dann schon wieder eine LF-Tafel für 160, die interessiert uns, aber im geringsten. Wie gesagt, Lokomotiv-Höchstgeschwindigkeit, also zugelassen auf 125. Ausführbar sind eh nur 120, da der V-Säulenregler das Ganze begrenzt. Bei Bergabfahrten ist das Ganze natürlich dann eine andere Sache. Es hat auch wieder begonnen, leicht zu regnen. So, die 100er Marke haben wir überschritten. Können wir jetzt noch Erhöhung der Zugkraft geben. Ja, ich denke, wir bewegen uns dann wieder hauptsächlich zwischen 400 und 200 Ampere. Ja, bei der Deutschen Reichsbahn waren die Lokomotiven, wie gesagt, als Baureihe 252 geführt und im Jahre 1992 wurde die Lokomotivenbaureihe dann in 156 umnummeriert. Das war so die letzte Neuentwicklung der Elektrolokomotiven bei der Deutschen Reichsbahn. Sie war zur Ergänzung zur Baureihe 52 vorgesehen, die in weiteren Bauserien nur als Nachfolger für die Deutsche Reichsbahn Baureihe 251 auf der mit 25 kV 50 Hertz elektrifizierten Röbelandbahn und auch als Lokomotive für den Transitverkehr mit 160 km/h Geschwindigkeit, die auf der auszubauenden Hauptstrecke West-Berlin-Hannover bzw. via Berlin-Starken Oebisfelde zum Einsatz kommen sollte. Die letzten beiden Vorhaben wurden jedoch nie verwirklicht, da nach der Wiedervereinigung Deutschlands aufgrund des rapiden gesunden Güterverkehrsaufkommens kein Bedarf mehr für die Lokomotiven in konventioneller Wechselstromtechnik bestand, wurde die bereits vollzogene Bestellung über 70 Serienlokomotiven wieder storniert. Aber man muss ja eigentlich sagen, eine Wiedervereinigung in dem Sinn ist es ja eigentlich nicht, es ist ein Beitritt der DDR zur BRD. Weil gesetzlich wurde es also festgehalten, dass die DDR
dem Grundgesetz beigetreten bist. Beziehungsweise den anderen Gesetzen, die daraus folgen. Und auch erst, ich glaube, im Jahre 1955 konnte die Deutsche Reichsbahn den Betrieb mit Elektrolokomotiven wieder aufnehmen, nachdem dann Lokomotiven und Material nach Kriegsende als Reparationsleistungen an die Sowjetunion abgegeben werden mussten. Da war es lange Zeit eben nicht möglich und die wurden dann zurückgeholt. Vor allem bis 1970 konnten dann sehr, sehr viele sächsische Strecken elektrifiziert werden, wodurch sich der Anteil der elektrifizierten Strecken bezogen auf das Gesamtnetz bis 1970 auf mehrere Prozent erhöhte. Danach setzte man dann vor allem wieder auf Diesellokomotiven, unter anderem Ludmilla, also Baujahr 1932. Ja, so viel zur Lokomotiv- bzw. Eisenbahngeschichte. Wir haben heute noch gar nicht viel aus dem Fenster geschaut. Ich habe hier drüben gerade schon ein paar Kühe entdeckt. Daneben ein Traktor. Ich muss auch sagen, es ist, was die Weitsicht angeht, ziemlich neblig. Also wir sehen keine richtigen Wolken am Himmel. Das ist eine durchgezogene Wolkendecke. Also ich meine jetzt keine einzelnen Wolken. Insgesamt ist es natürlich eine riesige Wolke. Ja, und Großbären. Güterbahnhof Gleis 4 kommt in 37 Kilometern, also noch einige Streckenkilometer, die wir da zurückzulegen haben. Ich entschuldige mich auch dafür, dass heute hier einzelne Lokomotiven irgendwo nicht richtig angezeigt werden. Ich selbst kann nichts dafür. Das ist dann wirklich Sache des Szenariobauers, beziehungsweise, obwohl der Szenariobauer kann auch nichts dafür. Das liegt in dem Fall wahrscheinlich tatsächlich echt am Train Simulator. Der zeigt mir einfach hier manchmal Lokomotiven nicht an. Hier haben wir auch einen Aussichtsturm, beziehungsweise Wachturm. Es scheint mir hier nach einem Kasernengebiet auszusehen. Ja, sieht stark nach Militärgelände aus. Oh, hier auch ein etwas heruntergekommener Turm, der ist wahrscheinlich schon umgekippt. Oder der ist offensichtlich umgekippt. Zumindest teilweise. So, wir müssen noch wieder umschalten. Erst den Zug und Bremskraft wieder runter. Dann bestätigen. Lass uns mal etwas stärker in die Eisen gehen. Wir haben hier relativ lange warten müssen, bis wir den Bremseinsatzpunkt gefunden haben. Das war wieder etwas zu stark. Aber lieber etwas zu stark als wie zu wenig. So, wir sind unter 70, also raus aus dem Bereich der potenziellen Zwangsbremsung. Ja, hier wird dann die nächste Zugüberholung stattfinden. Wir sollten auch immer ein Auge haben,
drüben auf die Anzeige vom Hauptluftbehälter. Einfach um sicherzustellen, dass immer genug Druckluft da ist. So, PCB wachsam. Ja, es geht hier bergab, deshalb beschleunigt unser Zug immer leicht. Ich denke mal, für uns geht es jetzt hier rechts ins Abstellgleis oder ins Ausweichgleis. Oh, da hinten steht sogar ein Stellwerk. ...151 von der Deutschen Deutschen Bahn AG. Wieso sage ich ständig Deutsche Bundesbahn? Und bekomme es dann erst eine Sekunde danach mit. So, Luckenwalde. Das war wieder die Türsteuerung. Hier rechts sind auch ein paar Kesselwagen von der EFA zu sehen. Mal schauen, was dann hier die Kesselwagen geladen haben. Auch ein paar von der Vereinigten Tanklagergesellschaft, VTG. Ich gehe mal davon aus, dass es Benzin sein wird. Und im Hauptgleis ist das Signal schon auf grün gesprungen. Und wird bestimmt wieder ein ICE sein. So, jetzt aber mal Schluss hier. Das letzte Mal jetzt hier die Bremse angezogen. Gut. Naja, noch sehe ich nichts. Wird noch kommen. Ja, wir müssen uns jetzt hier wahrscheinlich ein, zwei Minuten gedulden, bis die Zugüberholung stattfindet. Ähnlich wie beim letzten Mal. So, ich dachte, ich höre schon was. Nein, in unserem Fall jetzt hier noch nicht. So, genau, wir wollten schauen, was wir hier drüben denn geladen haben. So, wir haben hier die Gefahrentafel. Oder Warntafel. 30.1202. Das müsste Heizöl sein. Leicht entzündlich. Und wieder ein Interconnex hinten dran, Lokomotive 146. Gut, dann geht es für uns bestimmt auch gleich weiter. Also doch kein Benzin, wie ich zu Anfang an gedacht hatte. Ja, was können wir aus dem Schild noch entnehmen? DB,
Dann VDG AG Hamburg wahrscheinlich. Ja gut, der Rest ist dann etwas zu verpixelt. Gut. Die Bremse wird wieder gelöst und es geht gleich weiter. Der V-Sohlsteuer wird auf 50 gestellt. Wieder die Frage, erkennt er denn, dass wir stehen? Nein, wir müssen manuell wieder eingreifen und einmal runter auf 0 ziehen und dann die Zugkraft erhöhen. So, weiterhin gelb. Wir fahren aber schon langsam los. Bis dahin wird dann sicherlich von das Hauptsignal, also das nächste Hauptsignal, wieder auf grün umgeschalten haben. So, 50 und halt abwarten. Ja, noch ist es auf gelb. Wir beschleunigen vorerst auf Rangiergeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Mehr lohnt sich jetzt hier einfach nicht. Wir könnten rein theoretisch auf 40 beschleunigen. Wäre aber wirklich sinnlos. Beziehungsweise würden wir das, glaube ich, gar nicht schaffen. So, und da wird's grün. Erst jetzt lohnt es sich. Hier direkt daneben der Bahnhof von Luckenwalde. Ja, wir hatten schon einige Signal- bzw. Weichenstörungen, welche uns dann hier über die Bahnhofsgleise gezwungen haben. Guten Tag, Kollege. Na gut, das sind ja eigentlich wir. Jetzt hier nun mal aus der Transporter-Position. Beziehungsweise Perspektive. Wir müssen dann noch den Weichenbereich verlassen und dann kann wieder auf 120 hochgeschaltet werden. Wir sollten jetzt auch hier im Auge behalten, dass wir maximal 40 fahren dürfen. Deswegen habe ich auch schon direkt wieder die Hand am Zug- und Bremskraftwehr. Bei 39 schalten wir ab. Gut, wir können uns befreien. Höchstgeschwindigkeit. Von 120 kann wieder angepeilt werden. Der V-Sollsteller wird dafür auf 120 verlegt. Also in die vorderste Position. Und diesmal beschleunigen wir etwas schneller. So aktuell bei 200 Ampere. Das heißt, wir können etwas höhere Fahrstufen anpeilen. Mal schauen, wie sich es bei Fahrstufe 20 verhält. Ja, immer noch unter 400. Ich glaube, wir können sogar fast auf Zugkraft 100. Ja, wir können auf Zugkraft 100 gehen. Den Rest regelt die Lokomotive. Genau. Und noch ein Interconnex. Schön auch die Züge von Connex mal wieder zu sehen. Denn ich glaube, in den Szenarien auf der Strecke Berlin-Leipzig kommen die Connex-Züge nur selten vor. Beziehungsweise wir sind ja auch lange nicht mehr auf der Strecke gefahren.
Und ja, eine weitere Neuerung bei der Konstruktion der Lokomotive ist unter anderem eine Mikrocomputersteuerung, die zur Erzeugung des Drehstroms per elektrischen Umrichter zum Einsatz kam. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das die 143er bzw. 242er schon hatten. Nee, also die 242er dürfen das nicht gehabt haben. 143er oder 243er könnte das schon gehabt haben. Ist schon krass, wie sich das unterscheidet, obwohl die bei der 243 so oft gebaut wurde und hiervon nur 6 Lokomotiven verfügbar sind. Die Gründe dafür haben wir schon gehört. Oder habt ihr schon gehört? Bei den 243ern gab es ja mindestens über 500 Lokomotiven. Wenn nicht sogar noch mehr. Die werden ja heutzutage hauptsächlich im S-Bahn-Dienst, aber auch noch im Güterdienst eingesetzt. Zum Eisenbahnverkehrsunternehmen, das tut die Lokomotiven in silberblauer Lackierung lackieren. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die falschen Buchstabenkürzel nennen, aber es müsste. Ach, muss ich es ausgerechnet jetzt vergessen? Ja, so silberblaue Lokomotiven. 143er hauptsächlich. Das müsste RWH sein. Ja, RWH. Ich hätte jetzt überlegt, ob RHW oder RWH, aber nee, müsste RWH sein. Jedenfalls, die haben auch zahlreiche Lokomotiven davon aufgekauft. Jetzt nicht die Lokomotive, die wir hier fahren. Die ist aktuell nur im Besitz der MEG, beziehungsweise der Deutschen Bahn, als Tochterunternehmen. Ich weiß gar nicht, ob alle Lokomotiven den Anschluss, die Lackierung in MEG bekommen haben. Also die Überzeichnung. Ich dachte, ja doch, die müssen eigentlich alle umgezeichnet sein. Bei der MEG hat die Lokomotive. Die Lokomotiven haben ja die Nummern von 800 bis 804. Demzufolge wurden dann auch alle umlackiert, weil wieso sollte man mit, was weiß ich, sag jetzt mal, Lokomotive 802 oder 803 eine Ausnahme lassen und die in DB-Lackierung belassen, wenn dann bestimmt alle. Wie gesagt, die 146er habe ich auch letztens erst wieder in Realität gesehen. Sieht noch ziemlich schön aus. Und wird auch hoffentlich weiterhin so aussehen. So, hier haben wir eine Hochspannungsleitung. Ja, wir fahren natürlich die ganze Zeit in der Hochspannung. 15 kV ist ja nicht gerade wenig. 15.000 Volt umgerechnet. Mal gucken, wie schwer unsere Lokomotive eigentlich ist. Ich dachte nämlich, das müssten 120 Tonnen insgesamt sein. Das ist schon einiges, was die auf die Waage bringt. Ja, genau, 120 Tonnen. Bremsgewicht in der Stellung R 135 Tonnen, in der Stellung P 115 und in der Stellung G 90 Tonnen. Auch ganz interessant finde ich, dass wenn man das hier mit dem Licht dann gelöst hat. Ich glaube, man hat hier zweimal weiße Lampen drin.
und lediglich dann eine Art rote Scheibe dann oben angemalt, beziehungsweise ja, einfach die Lampe überstrichen und somit hatte man dann zwei rote Lampen. Bremsen haben wir natürlich die normale Druckluftbremse sowie die Widerstandsbremse. Aber eigentlich alles klar. Oh, hier rechts wächst dieses Champignon. Wieso sonst hier solche roten Punkte? Ja, das dürfte Mohn sein. Klatschen. Ja, und es ist nicht mehr weit. Ich habe übrigens auch vor ein paar Tagen auf Instagram ein paar Bilder hochgeladen aus ja, teilweise vergangener Zeit. Manche natürlich auch aus ja, eigentlich der unmittelbaren Gegenwart. Obwohl, ja, aus der Gegenwart ist eigentlich relativ wenig dabei. Also alles schon ein paar Jährchen her. Unter anderem ein paar Bilder aus Laufach von der Spessartrampe. Obwohl ausgerechnet da dürfte jetzt nur das Bahnhofsschild von mir fotografiert worden sein. Beziehungsweise das, was hochgeladen wurde. Ich werde ihn in Zukunft ein bisschen nachholen. Also wer mir auf Instagram folgen will, der kann das gerne tun. Auf meiner YouTube-Startseite, also Kanalseite, findet ihr natürlich einen Link. Und wer will, kann da folgen. Des Weiteren ein Bild von einer ziemlich modernen Elektrolokomotive. Müsste Trax-Bauserie sein. In den Niederlanden, also in den Benelux-Ländern. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das Bild aus den Niederlanden war oder aus Belgien. Ja, so also wie ein schönes Bild von einer Bacher Kurve. Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Oder Fulda-Würzburg. Natürlich können wir das Ganze dann erweitern bis nach Würzburg hoch, wenn man da jetzt die Strecken dazuzählen möchte. Fulda ist ja bekanntlicherweise so ECE-Drehkreuz in Deutschland. Wir kommen da wirklich im Minutentakt fast. Im Bahnhof. Wir können auch hier mal wieder uns als Trainspotter hinstellen. Ja, hier im Bahnhof von Tirol. Also auf der 146er oder 100, ach, wieso sage ich immer 146er? Auf der 156er würde ich auch gern mal noch mitfahren. Ich muss sagen, die 156er gefällt mir von der optischen Auffassung her viel, viel, viel besser als die 143er, die ja eigentlich, ich sage immer gerne, im Kasten sind. Die 146er, oh mein Gott, schon wieder. Die 156er dahingegen sieht einfach top aus. Hier darf dann wieder auf 160 gebremst werden, gültig natürlich für die ICE-Züge und Intercity-Züge.
natürlich alles andere, was schneller als 160 km/h fährt. Wir können den Fahrmotor zwischenzeitlich auch eine kleine Auszeit gönnen. Dazu haben wir uns jetzt die Zugkraft runtergeschaltet. Wir werden dadurch zwar etwas langsamer, aber die Lokomotive wird auch geschont. Ja, und da wir uns ja fast am Ende der Fahrt befinden, darf ich doch mal sagen, dass ich mich durch diese Fahrt gerade irgendwie ziemlich mit 156 angefreundet habe. Die ist gar nicht so fies zu fahren. Ich hoffe mal, ich habe alles richtig gemacht. Denn auf den etwas älteren Lokomotiven bin ich mir da nicht wirklich so sicher. Wem da was aufgefallen ist, der kann das ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich darüber sehr, sehr freuen. So, das S sollte mich für Selin stehen. Da müssten wir schauen, dass wir irgendwie schleunigst uns mit dem Fahrdienstleiter unterhalten. Jetzt müsste hier nämlich schon der Abzweig Gänsehagen-Heide sein. Ja, Großbären kommt jetzt rum. Und da möchten wir eigentlich auch hin. Wie weit ist es denn? Oh, 5 Kilometer. Dann grüßen wir nochmal kurz den Kollegen in der 101. Ja, der wird es jetzt zwar leider nicht gesehen haben, weil er etwas mehr Speed drauf hat als wir. Wir nehmen aber jetzt hier wirklich schon mal die Fahrstufen runter. Die Lokomotive selbst ist von Virtual Railroads. Die Strecke von Aerosoft. Wagen hinten dran auch von VR. So, jetzt auch Zugkraft runter und an der Bremse gezogen. Erwarten. Ja, das schaffen wir locker. Bin ich wieder etwas zu stark in die Eisen gegangen. Hier vorne kommt jetzt gleich nochmal ein Zwischensignal. Das ist auch nochmal auf Gelb. Und dann vorne an der Signalbrücke dürfen wir, wie es scheint, anhalten. Haltepunkttafel. Also haben wir auch noch einen Bahnhof zu erwarten. Obwohl, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Mal schauen, wer uns da die Einfahrt in den Güterbahnhof versperrt. Ich schätze mal, wir müssen gleich beim FDL anrufen. Ah, okay. Können sogar weiterfahren. Überfahrt des Signals mit PZB-Befehl 40 genehmigt. Das sehen wir da oben am Zusatzsignal.
Deshalb leuchtet hier auch der Befehl 40 Leuchtmelder. Die Lokbremse kann auch wieder gelöst werden. Und dann geht es jetzt für uns weiter. Die letzten Meter. Ja, als Fahrt auf Sicht könnte man meinen. So, wir warten einen Moment, bis hier drüben dann die Fahrstufen gleich wieder ausschalten. Zumindest sollten sie das in der Regel von selbst. Okay, möchten irgendwie gerade nicht. So, dann jetzt aber. Ah, der fährt nach oder in Richtung Sedin wahrscheinlich, beziehungsweise in Richtung Flughafen Berlin-Schönefeld oder Willy-Brandt. Das hätte jetzt auch nicht passieren dürfen. Ist nicht gut für die Brandschutze. Ja, 50 sind hier zugelassen, aber wir wissen nicht, was uns erwartet. Großbären, Güterbahnhof, Gleis 4. Die Weichen sind auch schon richtig gestellt. Ja, wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir vielleicht einen freundlichen Kommentar schreibt, wie euch das Video gefallen hat. Was euch nicht so gefallen hat, was ihr vielleicht gerne mal sehen würdet, beziehungsweise was ihr für Fragen habt. Ich bedanke mich auch schon mal für all die positiven Kommentare, die ich in den letzten Videos erhalten habe. Hier werde ich wahrscheinlich bestimmt dann ähnliche erhalten. Ja, danke dafür. Und ja, liken, teilen und kommentieren natürlich nicht vergessen. Und wer ganz großes Interesse hat, kann natürlich den Kanal auch abonnieren. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir mit dem letzten Wagen innerhalb des Gleis 4 anhalten. Aber ich glaube, das passt ziemlich gut. Die Pilzlampen noch von der Deutschen Reichsbahn, wie es scheint. Also die heißen Pilzlampen, weil sie einfach aussehen wie Pilze. Daher die Namensgebung. Entgegen kommt uns zuletzt nochmal eine Lokomotive der Baureihe 294 für den Rangierdienst bzw. mittelschweren Güterzugdienst auf Lang-, Kurz- oder Fernstrecken. Ja, und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Fahrt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, ich darf auch erwähnen, dass vor kurzem das TSW Adam bei Gamesplant erschienen ist. Aktuell mit einem ziemlich großen Preisnachlass. Also wer möchte, kann auch da mal gerne vorbeischauen. Ja, wie gesagt,
wer es über die Videobeschreibung bestellt, würde den Kanal auch noch unterstützen. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.